Hallo Freunde, jetzt hat es mich auch erwischt. Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen. Ich bin ja selbst dran schuld. Dachte am Wochenende gehst du ein bisschen spazieren mit der Lebensabschnittsbespaßerin, die letzten paar Sonnenstrahlen noch erhaschen. Kurzes Höschen, T-Shirt, Lebensgefährte, lange Hose, Anorak. Sie sagt doch zu mir, willst du nicht lieber eine lange Hose anziehen? Nee, ich Mann. Auf der Jagd nach Mammut, du in die Höhle, ans Lagerfeuer Mittagessen kochen. Ja, dann im Garten noch ein bisschen gearbeitet. Ja, auch geschwitzt. Und jetzt? Nase ist zu. Das versuchst du mit allen möglichen Medikamenten. Ja, was zu machen? Na, ich habe ja jetzt viele Medikamente da. Haben wir auch einen schönen Tee gemacht hier. Ja. Das hilft alles ein bisschen. Das lindert alles, aber doch nur ein bisschen die Erkältung. Ich hoffe mal, es ist kein Männerschnupfen. Dann habe ich einen Scheiß. Ja. Habe mal alle Medikamente, die ich mir so in der Apotheke gekauft habe. Weiß gar nicht, wofür die jetzt alle helfen da. Ja, mein Freund, der ist ja Koch. Wenn der sowas hat, hat er hier so eine Schüssel vor sich mit Südfrüchten, Kiwis, Ananas. Ja, ich habe ja auch hier so ein paar Früchte da, die helfen bestimmt auch ein bisschen. Ja, ich könnte mir auch einreiben. Wenn ich mir jetzt das Dings ausziehe und reibe mich hier Oberkörper ein, dann schimpfen doch wieder die YouTuber. Ach, das ist doch ekelhaft und ach, das kannst du nicht machen. Dann springen doch die Abonnenten wieder ab. Wer ist denn eine Frau? Verstehst du? Du machst sie hier oben frei, reibst sie ein. Da hast du gleich ein paar Millionen Abonnenten mehr. Aber als Mann hast du Scheiß. Also was trinkt man? Tee. Tee ist gut. Tee ist immer gut. Flüssigkeit. Genügend Flüssigkeit trinken. Und Dampfbad. Dampfbad, bisschen Salz rein, ist auch gut. Ja. Wir Männer sagen immer, wir sind hart wie... flink wie die Panda-Bären und zäh wie so, ach du Scheiße, das taugt auch alles nichts mehr. Es hat sich alles gegen mich verschoben, wenn du krank bist, bis am Ende. Es geht mir nicht gut. Aber jammern hilft nicht. Ich beiß mich da durch. Und tschüss. Und bleib gesund.